32 Hellebardiers der Schweizer Gardisten wurden am Mittwochabend im Damasushof im Vatikan feierlich vereidigt. Die Feier findet jedes Jahr am 6. Mai statt und erinnert an den Sacco di Roma, die Plünderung Roms. Damals verteidigten die Schweizer Gardisten mit hohen eigenen Verlusten das Leben des Papstes. Heute sind sie weiterhin noch für die Sicherheit des Papstes zuständig, auch wenn sie darüber hinaus noch als Touristenattraktion weltbekannt geworden sind. Bevor die Rekruten ihren Eid ableisten, sprach Rekommandant Christoph Graf zu ihnen. Ihre Arbeit soll Zeugnis ihres Glaubens sein, so Kommandant Graf. Er erinnert die Gardisten an ihre täglichen Begegnungen mit all den Millionen Gläubigen, an den Eingängen zum Vatikan oder auch bei Audienzen mit dem Papst.